Also das Ensemble des Schlosstheaters veranstaltet heute einen Flashmob. Eigentlich eine spontane Aktion, wo viele Leute sich auf einmal versammeln. Wir haben das ein bisschen organisiert. Und es ist genauer gesagt das Ensemble des Stückes Lumpazi Vagabundus von Johann Nepomuk Nestroy, unsere Komödie zur Weihnachtszeit. Ist aber nicht so ganz nur eine Komödie, wird auch über ernste Themen verhandelt. Es geht nämlich unter anderem um den Weltuntergang. Also geht die Welt unter in der bestehenden Ordnung, wie sie gerade herrscht. Und wir werden jetzt gleich in die Stadt gehen und das Schlusslied der Inszenierung singen. Da heißt es auch, gehen wir halt ein bisschen unter. Und das ist die Aktion, mit der wir jetzt auf den Marktplatz gehen und für 5 Minuten kleine Verunsicherung schaffen wollen. Ja, nun ist ja die Weihnachtszeit nicht nur eine besinnliche Zeit, sondern auch eine Zeit, die stark von Konsum geprägt ist, von Stress, den wir uns alle selbst aussetzen. Und man kann ja so mal die Frage so kurz stellen, soll das so sein oder sollten wir vielleicht was anderes machen? Oder gehen wir vielleicht unter, wenn wir uns zu sehr dem Stress und dem Konsum ausliefern? Da wollen wir vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Fingerzeig machen. Gehen wir mal ein bisschen unter mit Ching, Chong. In Viererreihen, immer lustig, fesch und munter, gar so arg kann's gar nicht sein. Erstens kann uns nichts geschehen, zweitens ist das Untergehen das Einzige, was der kleine Mann heutzutage sich leisten kann. Gehen wir halt ein bisschen unter, aber fein, immer lustig, frisch und munter, gar so arg kann's ja nicht sein. Also die ersten Reaktionen, die wir jetzt gehört haben, waren, es war ja so kurz. Das ist aber auch so, es war genau 1 Minute 17, so lange dauert das Schlusslicht der Inszenierung. Das war auch nur als kleiner Teaser gedacht. Man kann sich ja das dann im Schloss angucken, also bis zum 5. Januar wird das doch gespielt. Und man kann dort 2 Stunden 40 komplett auf der Bühne sehen, da gibt es noch mehr davon. Ich fand jetzt lustig die eine Reaktion, okay, da waren ein bisschen alkoholisierte junge Männer, weil die haben Glühwein schon getrunken, das ist ja auch wichtig auf dem Weihnachtsmarkt. Und die fanden es ja so richtig scheiße und haben mir gesagt, ey, was willst denn du hier, geh weg, ich finde dich doof. Das finde ich lustig. Andere haben zugehört und haben ja auch applaudiert. Das heißt, also so Kunst kann ja auch so ein bisschen Provokation schaffen, ein bisschen spalten. Und das finde ich dann immer ganz aktiv. Zumindest die jetzt hier waren, denen ist es aufgefallen und darum ging es. Die Frage, geht die Welt unter oder geht sie nicht unter? Ja? Ich glaube ja, sie geht nicht unter, aber dazu braucht es irgendwie so, müssen wir alle gemeinsam. Das ist ja auch so eine, dran arbeiten. Und das ist dann auch so eine Aktion, so ein Flashmob, das Theater hier aus der Stadt. Geht doch in die Stadt rein, nimmt Kontakt mit den Leuten auf und man bleibt in Diskussionen. Und ich finde jede Diskussion, egal erstmal in welche Richtung sie losgeht, aber immer fruchtbar, weil man im Gespräch bleibt und Kommunikation stiftet. Und es ist so ein ganz kleiner Versuch in einer Minute mal zu sagen, wir können ja alle miteinander reden.